Hallo Leute und herzlich willkommen zum Pedicados Flohmarkt Teil 2. Ja, zunächst einmal werde ich das letzte Video auflösen und euch zeigen, wer was bekommt. Ihr werdet gleich was eingeblendet bekommen und dann habt ihr Zeit, 7 Tage euch bei mir zu melden per Privatnachricht über YouTube. Einfach mir eure Adresse schreiben, bitte nicht als Kommentar. Und dann werde ich das Video losschicken, wenn die 7 Tage um sind und das euer Preis, euer Video, euer Spiel nicht angefordert wurde, dann verfällt das Ganze und ich mache dann mit dem Spielvideo wieder was ich. Ja, werde ich dann halt beim nächsten Video vielleicht wieder verwenden. So, das erstmal zu dem alten Video und kommen wir jetzt zu dem neuen. Ich habe für euch 3 PlayStation-Spiele dabei und 5 DVDs. Heute habe ich so eine Art Kinderpack Videos gemacht. Das heißt, es sind mehr so für Kinder, und aber eins ist davon kann man auch als Erwachsener sehen. Das ist, eigentlich kann man alles als Erwachsener sehen, je nachdem, ob man Spaß an Zeichentrickfilmen hat oder nicht. So, aber ich nenne es mal Kinderpack, weil es eigentlich Kinderfilme sind. Okay? So, fangen wir mit den PlayStation 3 Spielen an. Wir haben einmal Lego Star Wars, die komplette Saga. Die habe ich extra gekauft, um sie mit meinem Neffen spielen zu können. War eine coole Zeit. Jetzt spielt er keine PlayStation mehr. Oh, deswegen verschenke ich das Spiel. Wenn ihr also Interesse habt, das ist eigentlich 3 Spiele in einem. Also, und macht eigentlich riesen Spaß. Das nächste Spiel ist dann Harry Potter, der Orden des Phönix. Ich habe dieses Spiel, ehrlich gesagt, nicht gespielt. Mein Sohn hat es ab und zu mal gespielt. Und ja, keine Ahnung, ob das gut ist oder schlecht ist. Aber ihr wisst es bestimmt besser. Und wer es haben will, einfach einen Kommentar. Weiter geht's mit Gran Turismo 5 Prologue. Ist ein geiles Spiel, die Autos sehen fast wie echt aus. Also wegen der Grafik halt bei der PlayStation 3. Deswegen habe ich mir das eigentlich damals gekauft. Hab's 2-3 Mal gespielt, leider nur. Ich habe nicht so viel Zeit, Konsole zu spielen. Jo, also wer es will, ins Kommentar rein. So, kommen wir jetzt zu den DVDs. Fangen wir erstmal mit einem sehr schönen Animationsfilm. Hat mir sehr gut gefallen, habe ich öfters geguckt. Und zwar Sissy und der wilde Kaiser. Gesprochen von Bully Herbig teilweise. Ich weiß jetzt nicht, wen er spricht. Ob die Frau oder den Mann, bin ich mir nicht so sicher. Jedenfalls ist es auch ein Bully Herbig-Film und der ist richtig gut. So, dann haben wir, nicht verwundern wegen dem Preisschild oder so, Große Haie, kleine Fische von den Machern von Shrek. War eigentlich auch ganz cool. Ich werde da eine neue Hülle drumherum machen. Also nicht, dass ihr wundert, dass die Hülle dann schwarz ist, weil die hier ein bisschen beschädigt ist. Also, wer will, ins Kommentar. Dann haben wir die Reise zum großen Wasser in einem Land vor unserer Zeitreihe. Gibt mehrere Filme von dem. Und eins davon habe ich halt hier. Und wenn ihr Interesse habt, könnt ihr ins Kommentar reinschreiben. Ich schick's dann los. So, dann haben wir auch einen schönen Kinderfilm. Charlie und die Schokoladenfabrik. Hat mein Sohn öfters mal geguckt. Sollte man eigentlich kennen soweit. Besonders mit Johnny Depp, mit seinen komischen Rollen. Hier ist auch eine davon. Und ist ganz interessant eigentlich. Also mir hat der Film am Anfang gefallen. Nach dem 3. Mal habe ich es dann auch nicht mehr geguckt. So, dann haben wir nochmal eine Clever und Smart DVD. Die andere wurde nicht... Hat sich keiner dafür interessiert, aber vielleicht interessiert sich ja einer dafür. Das ist aber wirklich ihr richtige Zeichentrick-Animation der alten Art. Also es ist jetzt nicht so ist halt gezeichnet, mehr oder weniger. Aber vielleicht hat ja einer Interesse. So, damit sind wir auch am Ende unseres Flohmarkts. Ich hoffe, ja, es hat euch gefallen. Also, wenn ihr Interesse an den Videos, Spiele habt, einfach eins aussuchen, ins Kommentar reinschreiben und beim nächsten Mal werdet ihr vielleicht ausgelost oder... Ich entscheide nach Gefühl, je nachdem, das entscheide ich selber. Achtet bitte unten in der Beschreibung auf die Regeln. Nur wenn ihr mit diesen Regeln einverstanden seid, dürft ihr auch hier mitmachen. Und dann wünsche ich euch noch viel Glück beim Teilnehmen sozusagen. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Macht's gut, euer Pedicado. Bye bye. Und vergesst es bitte nicht, an Leuten auch zu teilen, die vielleicht ein Interesse an den Videos haben. Oder an den Spielen. Vielleicht kennt ihr ja jemanden. Einfach teilen, Like klicken und weitergeben. Bye-bye.